Hallo und willkommen zurück zu The Inner World. Wir gehen jetzt zum Windbrunnenplatz und schauen mal, wen wir da finden. Arme. Meine Güte, sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als doch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das, ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Erdbeergarn. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh. Ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Ja, es ist ja schon ziemlich offensichtlich, wo das herbekommen. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Wo bekomme ich die her? Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Des Geflechts, ja. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Das ist ein hervorragender Plan. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmuster-Fachgeschäft in der Sturmallee, aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Haben wir alles? Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Sie wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt.
dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich war ihm näher wie tausend andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging's steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone. Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Da haben wir jetzt alles. Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Und die haben wir durch, okay. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier, ja. Okay, hat das den Sound automatisch wieder lauter gemacht? Ne. Hm. Na gut, weiterspielen. Was haben wir denn sonst noch hier? Nicht viel. Lunchbox, ein Plakat. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens macht gerade Frühstückspause. Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Ach toll, wie ihr da drin sitzt. Stehen könnte da gar nicht drin. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Spannendes Leben. Was tust du denn, wenn die Basilen aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Weiß Conroy, dass du... Conroy? Wo? Ist er hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilen sie nicht kriegen. Damals... Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Was werdet ihr denn tun,
wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Was ist mit dem Vorgänger passiert? Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Was genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Na super. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Vielleicht können wir den damit erschrecken. Seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Steht zu Diensten, Abt Conroy. Ha, ha. Kann man immer gebrauchen. Die herrschaftliche Brunnenwache, die Elite Asposiens, wie sie gerade stramm steht, wie ein besonders dummer Baum. Mhm. Eine leere Lunchbox, ein Anblick, der mich traurig macht. Wie soll das funktionieren? Vielleicht können wir den Gehstock den Armen geben. Wird es damit funktionieren? Ich denke schon. Sehr interessante Nadel. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock. Ja, witzig, nicht? Hauptsache, ihr könnt damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposer nicht mehr laufen. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. So, was haben wir denn sonst noch hier? Windbrunnen. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Ich komme nicht ran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Syndomat. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Nenne deine Sünde. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Was? Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet,
Klebt ihr eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Ich habe die Wache vollgequatscht. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, iss eine Handvoll Staub und büße. Bäh, das werde ich nicht tun. Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Und dann geht die Klappe auf. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Ausgabenfach? Ich frage mich, wie Minzbonbons uns von unseren Sünden erlösen sollen. Na. Sorgt für frischen Atem. Man kann nie genug frischen Atem haben. Anzeige. Der Zeiger hat etwas stärker ausgeschlagen. So wird das nichts. Zeit für drastische Maßnahmen. Aber welche? Ich komme nicht ran. Aha. Na gut, da können wir jetzt auch nicht viel machen. Wir können aber in den Eingang gehen. Aha. Conroy-Knopf. Der gute Hirte Aspasiens. Der Name war Conroys Idee. Zu groß, zu schwer, zu kantig. Kopf, nicht Knopf. Der gute Hirte Aspasiens. Der Name war Conroys Idee. Flugblatt. Conroy rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs, oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig. Können noch eins nehmen? Eins reicht. Was sollte ich denn damit tun? Nach unten. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Es gibt leider keine Option, da schnell hinzulaufen. Also Doppelklick oder so, anscheinend. Ist der nochmal rumladen? Das scheint mir kaputt zu sein. Naja, ich bekomme nichts mehr angezeigt, auch im Menü nicht. Welche denn kann ich nur das Spiel gerade abschießen? Alt F4. Na gut. Gucken wir mal. Ja. Nicht ernsthaft. Ah ja, okay. Unser Minzbonbon ist aber verschwunden. Oh, bitte nicht, Basilen. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein anständiger Asposa. Stille. Sie können Angst riechen. Basilenangriff, Ende! Oh Gott, ich habe die Angriffe der Götter bis jetzt immer nur vom Balkon aus gesehen. Die Lunchbox, die stand da gerade wieder. Aber ich habe gar nicht... Opfere. Ich schätze, ich gehe. Nenne. Nein. Nenne. Ich gehe. Hm.
Dann mal wieder das Minzbonbon. Na. Ah ja, okay. So, zum Hinterhof. Vielleicht können wir noch mal mit dem reden. Ha! Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Habt ihr vielleicht das Mädchen erkannt, das mir gerade die Taube geklaut hat? Also ich wüsste da vielleicht was. Für ein paar Aspen könnte ich es dir erzählen. Ich schätze, sowas habe ich nicht. Na fein, dann muss ich es dir wohl so sagen. Also, man munkelt, sie ist eine Verbrecherin und eine bekennende Feindin seiner Gnaden, dem großen Windwächter. Ein Feind Conroys? Warum sollte man ihn denn nicht mögen? Keine Ahnung. Solange seine Gnaden mir die Basilen vom Hals hält, bekommt er 20% auf alles in meinem Laden. Noch einmal wegen des Mädchens. Jede weitere Information kostet extra. Welche Information denn? Na, dass Conroy ein Kopfgeld auf das Mädchen ausgesetzt hat. Danke. Verdammt, wie machst du das? Dann haben wir noch Müll. Nochmal wegen dem Müll. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu betteln. Na gut. Na, dann geh ich mal. Okay. Wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Mhm. Können wir das vielleicht da reinhauen? Warum sollte ich das tun? Alter Fisch. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Mit dem Flugblatt? Ich wickel den Fisch einfach in das Papier ein. Ja, wunderbar. Gucken wir mal, ob wir noch mal mit dem reden können. Hallo Detze, kann ich dich noch mal was fragen? Nenne deinen Namen, Fremder. Aber wir haben doch eben miteinander... Das sagen sie alle. Das sieht aus wie die Lunchbox. Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Bitte spiel. Okay. Vielleicht können wir da den Fisch reinpacken. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Warum sollte ich das tun? Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Da ist ja gar nichts drin. Der Ansatz ist aber, denke ich, gut. Da brauchen wir wahrscheinlich die Kaugummis für. Und die können wir vielleicht mit dem Münzbonbon als Münze holen. Minz. Das Minzbonbon hat schon irgendwie die Form einer Münze. Hey, da sind ja gar keine Kaugummis drin. Das sind Murmeln. Schade. Murmeln schmecken nicht mal halb so gut wie Kaugummis. Und hinterher tun die Zähne weh. Naja, aber das macht ja nichts. Die Murmeln glitzern in der Kiste. Wunderbar. Jetzt versuchen wir das noch mit dem Stuhl fertig zu machen. Fischöl als Schmiermittel. Die Idee ist brillant. An dem öligen Ding mache ich mir nur die Finger dreckig. Halt dich gut fest, alter Mann. Oh, Maleus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen.
Okay. Entkleideter Windmönch. Tja, also wegen der Kutte... Behalt sie. Ich brauche sie nicht mehr. Danke. Nur ein echter, ehrbarer Windmönch ist so gütig. Mhm. Gucken wir nochmal, ob wir mit ihr reden können. Hallo nochmal. Schätzchen, ich wusste, du kommst zurück. Wie kann dir die alte Ottilie denn helfen? Frau Bardame? Warum starrt ihr den Mönch denn so an? Pass auf, Liebling. Ich kannte Conroy persönlich. Ich kannte den zweiten Windmönch Pandur persönlich. Und das ist meine Chance auf einen Hattrick. Also störe mich jetzt nicht. Wisst ihr etwas über diesen Automaten am Windbrunnenplatz? Ja, kenne ich. Ich halte mich von ihm fern, er hält sich von mir fern. Wieso? Wie soll ich das erklären? Pass auf, Kleiner. Ab einem gewissen Alter stellt man sich auch nicht mehr auf die Waage. Was meinen Sie? Ich meine, ich habe Sachen gemacht, da kommst du im Leben nicht drauf. Mhm. Ihr habt bestimmt schon viele interessante Sachen erlebt. Oh, das kann ich dir flüstern, Schätzchen. Ich habe Sachen gemacht. Schlimme Sachen. Wie schlimm? Allein für das drüber sprechen könnte ich versteinert werden. So schlimm? Also, ich fand sie eigentlich eher spaßig. Aber die Basilen haben da ein paar ziemlich spießige Ansichten. Will ich das wissen? Glaub mir, das willst du. Aha. Ich kann mir nichts vorstellen, was so schlimm sein sollte. Ach nein? Na, dann lass mich dir mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Aber seine Frau hat das mitbekommen. Aber sein Cousin wusste von nichts. Und so wurde ich Vorsitzende des Buchclubs. Oh mein Gott. ja. Sicher eine sehr spannende Geschichte gewesen. Neueste Sünde. Was war denn die letzte Sünde, die ihr begangen habt? Oh, witzig, dass du fragst. Also... Aber das ist ja... Aber gegen sowas gibt es Gesetze. Vollkommen zu Recht. Dann seht ihr eure Schandtat ein? Oh ja, es war eine der besten, die ich je begangen habe. Und meine Sünde? Ist es eigentlich eine Sünde, wenn ich ein Mädchen süß finde, obwohl sie eine gesuchte Verbrecherin ist? Aber nein, die meisten Männer lieben die Gefahr. Eine Sünde wäre es, wenn du sie... Aber ich denke, das würde ihr sogar gefallen. Ich glaube, ich will zurück in mein Kloster. Reden wir lieber über etwas anderes. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Okay. Wir haben immer noch hier diesen Lavaströmer. Vielleicht können wir den verpassen. Das mache ich nicht. Halt nicht. Okay, Bar verlassen. Stimmt es eigentlich, was man über euch Jungs sagt? Kommt drauf an. Was sagt man denn? Naja, man sagt, dass ihr noch nie eine Frau hattet und praktisch alles nehmt, wenn ihr nur die Gelegenheit bekommt. Das stimmt. So, dem geben wir jetzt hier die Lunchbox. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Oh Junge, die Augen der Basilen. Ein richtiger Schatz. Kann ich jetzt deine Schatzkarte haben? Ja klar, das olle Strickmuster brauche ich jetzt nicht mehr. Mhm. Na, Detze, gefällt dir dein Schatz? Ja. Der ist auch super. Du scheinst dich ja ziemlich dafür zu interessieren. Was hast du vor, Fremder?
Und was machst du jetzt mit deinem neuen Schatz? Naja, ich hab ja jetzt eine riesige Verantwortung. Es handelt sich immerhin um die tödlichen Augen der Basilen. Stimmt. Ich denke, ich werde erstmal eine Liste mit Namen machen. Ja, viel Spaß dabei. Na, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Dann gehen wir mal wieder zu den Armen und werden wahrscheinlich ein paar Gegenstände loswerden. Mhm. Hier, ich habe echtes Erdbeergarn gefunden. Meine Güte, dass ich damit nochmal arbeiten würde, hätte ich nie gedacht. Ich finde es wirklich nett von dir, dass du mich helfen lässt. Ja, ich helfe doch gerne. Ich habe einen Idealisten vor mir, das merke ich schon. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Ja, das Strickmuster. Das Strickmuster. Hervorragend. Oh, ich sehe schon, das wird überaus modische Babybekleidung. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. So, was fehlt denn noch? Noch eine zweite Stricknadel, oder was? Hallo, Schneider. Ach, hallo, junge Frau. Ich, bin eigentlich nur Robert. Entschuldige, die Gefangenschaft hat mich ein wenig wirr gemacht. Ach, naja. Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Braucht ihr wirklich zwei Nadeln zum Stricken? Du hast noch nie gestrickt, oder? Okay, ich geh dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Okay, dadurch, dass wir nur noch mit diesem Ding da dran was machen können und dass er ja auch eine Nadel hat, gehe ich davon aus, dass wir die Nadel von der Anzeige brauchen. Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Vielleicht wegätzen oder so? Warum sollte ich das tun? Das macht wohl keinen Sinn. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aha. Was mir das jetzt bringen soll, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird nicht klappen. Okay. Dann reden wir nochmal. Moment, wir haben noch das Ausgabefach. Das Fach ist geschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Wir müssen irgend noch eine Sünde erzählen. Eine Sünde. Da haben wir ja was Neues jetzt. Okay. Also. Sehe die Schwere. Moment mal. Du hast was? So habe ich auch geguckt, als Ottilie mir ihre Sünden erzählt hat. Damit haben wir wohl die zweite Nadel. Und neue Minzbonbons. Der Zeiger fehlt. Ich weiß auch, wer ihn hat. Der Zeiger. Der hat's hinter sich. Lass mich in Ruhe. Ich will allein sein. Er scheint kaputt zu sein und ziemlich verstört. Dann reden wir mal mit dem Schneider. Hallo, Schneider. Ach, hallo, junge Frau. Ich... Moment. Okay. Alles... Müssen wir dem so geben. Hier kann man das als Stricknadel verwenden. Also, ich werde es verwenden können. Darf ich fragen, wo du das her hast? Die ist vom Syndomaten. Interessant. Wie bist du da rangekommen? Ach, da war diese Dame in der Bar. Aha, du meinst bestimmt Ottilie. Steiler Zahn. Ich fürchte, ihr seid schon zu lange eingesperrt. So, nun habe ich alles für dein Leibchen.
Bitte sehr. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Toll, vielen Dank. Das Baby wird sich freuen. Keine Ursache. Ach, wenn ich mir nur vorstelle, wie so ein kleines Wesen darin herumstrampelt, wird mir ganz warm ums Herz. Ja, danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Kannst du mir ein Baby besorgen? Was? Wieso? Ich bin hier echt einsam. Wie wär's mit einem Hund? Nein, ich werde euch sicherlich nicht den... Eine Topfpflanze? Ich werde jetzt gehen. Vielleicht können wir dem das ja andrehen. Das wird nicht klappen. Oder die Figur? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Wieder ganz unten. Das ist irgendwie so aus einem Streifen von der Grafik nicht passt. Wir haben jetzt jedenfalls das Leibchen. Ich habe es geschafft. Ein Leibchen aus echtem Erdbeergarn. Die kleine Conroy wird es jetzt schön warm haben. Meine Güte, das war ein Scherz. Hast du jetzt wirklich ein Leibchen aus Erdbeergarn gestrickt? Ich fasse es nicht. Wenn ich Gold gesagt hätte, hättest du dann Gold besorgt? Mist, ich hätte Gold sagen sollen. Aber das Baby hat doch darauf bestanden. Es ist ein Baby. Es kennt den Unterschied zwischen seinem Zeh und seiner Nase nicht. Wo finde ich denn jetzt Laura? Die Straße runter ist das Mechater. Versuch es mal dort. Versuchen? Ich dachte, ihr wüsstet ganz genau, wo ich... Hey, ich konnte ja nicht ahnen, dass du tatsächlich Erdbeergarn anschleppst. Sie wird schon da sein. Geh sie lieber schnell suchen, bevor sie wieder abhaut. Okay, danke. Im Mechater also. Ich hätte sagen sollen, dass das Baby ein Haus braucht. Ich hätte Haus sagen sollen. Ja. Wow, wie schön. Das hier ist also der Ort der Kunst und... Oh, ich glaube, das Stück fängt an. Das ist der kleine Finus. Zusammen mit seinen Eltern lebte er ein genügsames und glückliches Leben. Jeden Tag gingen sie zum Windbrunnen, um die Götter mit einer kleinen Gabe milde zu stimmen. Doch eines Tages waren Finus' Eltern der Meinung, dass sie keine Gaben entbehren könnten. Das mögen die Windgötter aber gar nicht. Tja, kleiner Finus, deinen Eltern war es offenbar nicht so wichtig, dich aufwachsen zu sehen. Damit es dem kleinen Finus nicht so ergeht wie seinen Eltern, muss er auf Conroy hören. Der Weiseste unter den Asposern hat nämlich jede Menge gute Tipps und Ratschläge, wie man sich mit den Windgöttern gutstellen kann. Jeden Tag beten hilft. Auch sehen es die Basilen gerne, wenn ihr Volk bescheiden lebt und keine Ansprüche stellt. Und nicht die kleinen Gaben vergessen. Machen auch sie es wie Finus. Leben sie so, wie es den Göttern gefällt. Und fragen sie sich im Zweifelsfall einfach, was würde Conroy tun? Das war spannend. Moment mal, auf der Bühne liegen ja Federn. Federn. Das kann nur eins bedeuten. Entweder die Taubendiebin ist hier irgendwo, oder hier ist jemand mit einer Taubenfederboa gestolpert. Wahrscheinlich über die Ritzen hier im Boden. Ja, Falltür. Gut, dann werde ich aber hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir uns beim nächsten Mal dieses, wie hieß das, Mecha-Theater oder so anschauen. Also, bis dann!